Hallo, ich habe heute wieder ein Tipptoy-Buch für euch. Und zwar heißt dies hier Entdecke die Ritter. Es ist für Kinder von 4 bis 7 Jahren. Mit über 800 Geräuschen und Texten, wie auch die Bücher zuvor, funktioniert dieses Tipptoy-Buch natürlich auch nur mit dem Stift. Der Stift ist nicht dabei, den muss man dann noch separat dazu kaufen. Und ja, es hat auch wie die Bücher zuvor dieselben Funktionen, also das Buch aktivieren, dann das Auge als erstes entdecken, die Glühbirne ist kindgerechtes Sachwissen, die Sprechblase tolle Geschichten und der Würfel spannende Spiele. Genau, ich werde jetzt einmal mit euch da reingucken und mal schauen, was sich in dem Ritterbuch befindet, beziehungsweise welche Geschichten uns erwarten. Ich versuche, dass ihr auch einigermaßen guten Einblick in das Buch bekommt. So. Die Überschrift ist: Wer waren die Ritter? Hier sieht man schon mal eine Landschaft und im Vordergrund reiten verschiedene Leute lang. Sicher auch Ritter, aber auch Knappschaften oder Knappen. Und dann fangen wir einmal mal an, machen wir den Stift an. Und drücken unten links. Bitte berühre zuerst das Anschaltzeichen für dieses Produkt. Genau, das Anschaltzeichen. Willkommen im Buch Entdecke die Ritter. Du bist jetzt angemeldet. Tippe auf den Mäuseritter. Er erklärt dir, wie dieses Buch funktioniert. Der ist hier unten links. Hallo, ich erkläre dir, was du alles mit diesem Buch machen und erleben kannst. Also los geht's. Unten rechts auf der Seite findest du verschiedene Zeichen. Das, was du im Buch erlebst und erfährst, verändert sich, je nachdem, welches Zeichen du angetippt hast. Das Zeichen mit dem Auge steht für Entdecken. Die Glühbirne steht für Wissen. Die Sprechblase steht für Erzählen. Der Würfel steht für Spiele. Probiere es einfach aus. Du kannst jederzeit zwischen diesen unterschiedlichen Welten wechseln. Tippe dann irgendwo auf der Seite ein Bild an und tauche in die jeweilige Welt ein. Du kannst ein Bild auch mehrmals berühren. Manchmal sind dort Überraschungen und noch mehr versteckt. Mit dem roten Zeichen mit dem Viereck kannst du Geräusche oder Spiele stoppen. Tippst du auf das grüne Zeichen mit den Pfeilen, spielt dir der Tipptoy das letzte Geräusch oder die letzten Sätze noch einmal vor. Alles verstanden? Nein? Dann berühre mich nochmal. Wenn du alles verstanden hast, klasse! Viel Spaß beim Ausprobieren und Entdecken! Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne noch ein paar Sekunden warten, bis das Outro kommt, und da habt ihr die Gelegenheit, den Kanal kostenlos zu abonnieren.